Die Sommerpause ist vorbei und Guido und Martin haben offenbar mächtig Hunger, denn sie haben mich gefragt, Sabrina, kannst du eigentlich Pichelsteiner Eintopf kochen und das Ganze für 20 Hörer? Ja, ich habe jetzt den Jörg bei mir an der Seite. Wir sind hier beim Königshof am Marteweg quasi draußen. Jörg, womit steigen wir ein? Womit fangen wir an? Ja, als erstes fangen wir mal mit dem Fleisch natürlich an, weil es braucht auch am längsten logischerweise. Also das müssen wir jetzt mal in Würfel schneiden. Dann werden wir es anbraten, dann in den Topf geben, Brühe drauf und werden es ganz langsam garen. Das sind dann so eine halbe Stunde vorher das Gemüse, die Kartoffeln dazu und dann nochmal eine halbe Stunde garen. Und ja, abschmecken wird's. Für uns heißt jetzt also mächtig schnibbeln, denn wir brauchen auch noch viel Gemüse. Wir brauchen Karotten, wir brauchen Kartoffeln, wir brauchen Lauch, Zwiebel, Knoblauch und. Also würde ich sagen, wir starten einfach mal. Jörg, du hast jetzt die Mengen schon quasi vorbereitet. Du bist der Profi. Ich meine, normal kocht man jetzt für 3 bis 4 Personen, sage ich jetzt mal im Schnitt. Multiplizierst du dann wirklich nach Rezept oder machst du einfach Pi mal Daumen? Ja, schon ungefähr nach dem Rezept multiplizieren, aber vor allem im Eintopf, wenn es da ein bisschen mehr Karotten, ein bisschen mehr Gemüse ist oder Fleisch, man, jeder mag es ja auch ein bisschen anders, ja, also das macht jetzt keine große Rolle. Macht das Kraut nicht fett, da wiegt keiner ab, bei ne? Bei einem Eintopf nicht unbedingt. Ja. So, was machen wir jetzt, Sabrina? Ich würde jetzt sagen, wir brauchen vielleicht, ich weiß nicht, ob wir Fett brauchen, ich hau es immer rein, ein bisschen für den Geschmack, wobei... Ja, ein bisschen Butter oder sowas oder Butterschmalz. Butter verbrennt ja jetzt. Butter verbrennt. Weil wir müssen es ja ein bisschen scharf anbraten. Das heißt, wir hauen das Fleisch erstmal so rein. Genau, wir braten jetzt das Fleisch in den Pfannen an. Mhm. Dann kommt es in den Topf, dann geben wir unsere Brühe drauf. Mhm. Dann lassen wir das Fleisch schon mal angaren. Okay. So eine knappe Stunde, würde ich sagen. Und in der Zeit können wir dann auch das Gemüse vorbereiten. Alles klar. Genau. Wenn man sich ausrechnen will, wie schnell ein Profikoch im Vergleich zu einem selbst ist, doppelt so schnell, mindestens. Dass dir nicht langweilig wird. Das, wenn ich wusste, dass du so schnell bist. Jörg, jetzt ist ja der Umgangston bei uns gerade relativ human und hier ist es gerade ruhig, weil nicht so viel los ist. Man hört aber doch gerne mal, dass es in Küchen gerade in der Ausbildungszeit schon mal etwas Forscher zugeht oder vielleicht auch in den High-Phasen, sagen wir jetzt mal im Dezember. Ist es so? Kannst du es bestätigen oder? Ja, also man muss immer sehen, dass wir trotzdem in einem Beruf sind, wo halt immer Stresssituationen entstehen. Mhm. Aber ich muss sagen, also ich glaube, die Tonlage ist schon um einiges ruhiger geworden als früher, war ich ganz früher um einiges härter. Muss man schon eine dicke Haut haben, quasi. Ja, also man muss wirklich in der Gastronomie schon eine dicke Haut und viel Druck aushalten. Und dann aber man muss es halt dann auch nach dem Service auch wieder vergessen irgendwie. Ja. Also es muss dann auch wieder gut sein. Das Fleisch köchelt fleißig. Wir haben jetzt über eine Stunde knapp geschnitten und geschnibbelt. Und das ganz fleißig, jetzt heißt, jetzt kommt dann das Gemüse dazu, das alles gart, dann lassen wir es ein bisschen einkochen und dann packen wir noch die Kräuter dazu, je nachdem, was noch anfällt und gucken nach dem Geschmack, dass der passt. Und dann kommt hoffentlich ihr. Hallo. So, ihr Lieben, der Eintopf ist jetzt fertig. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle gekommen seid und euch die Zeit genommen habt. Also wir werden jetzt anrichten, die Teller stehen dann auch bereit und ihr dürft euch dann gern selber einfach nehmen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Und lasst es euch schmecken. Ja. Okay. Die Teller sind soweit leer gegessen. Ich weiß aber noch nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Kann auch sein, dass es nicht geschmeckt hat und sie einfach nur aus Höflichkeit zu Ende gegessen haben. Die Frage jetzt erstmal an unsere Gäste, an unsere Hörer. Hat es euch geschmeckt? Habe ich eurer Meinung nach die Aufgabe bestanden? Ja. Also die halbe Miete habe ich schon mal. Jetzt geht es natürlich an den Jörg, das Ganze noch zu beurteilen aus Profisicht, aus handwerklicher Sicht. Jörg, was sagst du, wie habe ich mich angestellt und habe ich meine Aufgabe bestanden? Ja, ich muss sagen, also ich habe wirklich gesucht, dass ich was finde, was ich dir jetzt irgendwie mies machen könnte. Ja. Aber es war wirklich so, sie hat sich super angestellt, toll geschnitten. Wir waren auch sehr schnell. Ich habe euch gedacht, das wird ein bisschen länger dauern. Also wirklich die Aufgabe top erfüllt, muss ich sagen. Danke, 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 danke. Ich freue mich riesig, mir hat es auch sehr gut geschmeckt. Es ist noch was da, in der Redaktion warten schon alle ganz hungrig und ich warte jetzt vor allem ganz hungrig auf meine neue Aufgabe. Jörg, du hast die Ehre. Ja, danke. Ja, Sabrina, du weißt ja, die kalte Jahreszeit steht an. Daher die berechtigte Frage,
Sabrina, kannst du eigentlich einen anständigen Saunaaufguss machen? Ihr seid mir Frecker, ja. Da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht, ob wir da auch wieder Hörer einladen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufgabe, auf diese heiße Aufgabe.